Sick Bubblegum! Hallo YouTube, hier ist wieder euer Stripblast mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal kein Minecraft, sondern die Stämme. Wie ich bereits angekündigt habe, mache ich nämlich dazu ein Tutorial. Und das Tutorial ist jetzt nicht an die Spieler gerichtet, das sage ich gleich vorweg, die das Spiel schon bereits können und schon gut darin sind, sondern an die Einsteiger und die, die es noch nicht so gut darin sind und erst seit kurzem spielen. Also es, und ich will euch gleich sagen, dass ich nicht der beste die Stämme-Spieler bin. Ich habe einen schon ein bisschen Erfahrung und weiß im Grunde, wie man gut spielen kann, glaube ich. Aber ich will jetzt mich nicht als guten Spieler darstellen oder der immer recht hat. Es kann sein, dass da Fehler in dem Tutorial dabei sind. Aber im Grundzügen sollte das meiste hoffentlich stimmen und dem euch auch helfen. Also ich will jetzt nicht das alles für bare Münze halten, aber der Großteil wird richtig sein und euch helfen. Und wehe, schreibt irgendwer in die Kommentare, ja, du bist so schlecht und so, oder du kannst gar nicht erklären, also, das ist falsch. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, was ihr denkt, was falsch ist, oder was ihr falsch gemacht habt, was ihr anders machen würdet, aber nicht einfach nur, ja, du bist schlecht oder so. Also darum, das sage ich gleich am Anfang. Und genau, dann kommen wir einfach zu dem Spiel. Die Stämme ist halt ein Browser-Game. Und es gibt mittlerweile schon 83 Server und am Morgen starten zwei neue Server. Deswegen starte ich auch das Tutorial, gleich auf der neuen Welt. Das Spiel gibt es bereits seit 2003 und ist ziemlich erfolgreich mit zurzeit, glaube ich, fast 1 Million aktiven Nutzern. Also was heißt aktiven Nutzern? Konten, das heißt wahrscheinlich die Hälfte oder so wird aktiv sein. Man startet mit einem Dorf, das man selber ausbauen muss. Und es geht halt darum, dass man den Dorfausbau möglichst schnell vorantreibt und dann auf der Welt, die man auf der man startet, möglichst erfolgreich zu sein und sich dann einen Stamm zu suchen und so weiter und so weiter. Ich erkläre das alles dann von Anfang an. Und ich werde jetzt einfach mal einen Account gleich mal erstellen. Also ich mache es echt für die, ich sag mal, für die ganz neuen Steiger oder für die ganz die neuen. Ich habe bereits einen anderen Account, aber den Namen werde ich nicht verraten, weil ich nicht will, dass ich da irgendwie angeschrieben werde oder irgendwie dich angegriffen werde. Kann ja sein, keine Ahnung, ist ja wurscht. Einfach so rein aus Prinzip. Also ich werde jetzt einfach mich mal hier einfach, ihr gebt oben die Stämme.de ein, mit ä oder ai, ist egal. Und dann steht da eh gleich, kommt das Fenster. Und hier, wenn ihr aktiv seid, könnt ihr euch da einloggen oder einfach jetzt kostenlos anmelden, okay? Dann Name im Spiel, nehmen wir einfach mal Stripolaus, wie schon unten da steht. Ach komm. Passwort werde ich euch jetzt natürlich verraten. Und dann nochmal. Und E-Mail werde ich jetzt mich schnell ausklinken. Und dann die E-Mail eingeben, damit ihr das nicht seht. Wäre nämlich nicht so nett. Verdammt. Also bis gleich. Okay, hier bin ich wieder und also ich habe jetzt nur meine E-Mail-Adresse eingegeben, das bestätigt. Und dann kann man schon starten. Also es geht verdammt schnell. Und sie wollen es halt möglichst so machen, dass man möglichst schnell und einfach in das Spiel kommt und sich anmelden kann, dass man sofort spielen kann. Okay, und dann einfach Login. Okay, und hier kann man sich jetzt Welten aussuchen. Ich zeige euch mal alle Welten, die möglich sind. Die ganz alten Welten sind, da kann man sich nicht mehr anmelden, weil die schon so weit entwickelt sind, dass sie es nicht mehr wollen. Dann sind hier die ganz normalen Welten. Welt 83 und Welt 82, die sind die aktuellsten. Und ist also Startnummer 2 Welten gleichzeitig. Und SDS 1, SDS 2 sind Speed-Welten. Das heißt, dass da das Ganze, was hier in Wochen und Monaten abläuft, läuft da in Minuten, nein, nicht in Tagen ab. Also das ist halt für die, die schnell wollen, nicht lang warten. Weil an so einem Server, wenn du weit kommen willst, hockst du schon eine Zeit lang dort. Also bist du auf einem normalen Server, bis du ein AG hast oder so, dauert, glaube ich, einen Monat, eineinhalb Monate oder so. Also bis du ein anderes Dorf erobern kannst oder adeln, wie es heißt. Okay, und Vorabregistrierung, also man kann sich da vorab registrieren. Ich nehme hier Welt 85, weil Welt 84 ist eine Welt mit neuen Einstellungen. Da gibt es Flaggen und also das ist was anderes, wo ich mich noch nicht auskenne. Das ist eine neue Einstellung.
Aber ich kenne mich da nicht aus, weil dann kann ich euch das auch nicht so gut erklären. Deswegen will ich auf Feld 85 starten, wo ich mich schon ein bisschen mehr auskenne, weil das die alten Einstellungen sind. Und vor allem, was ganz wichtig ist, das ist ein Speed von 1,6. Also nicht die normale Geschwindigkeit, sondern schneller. Was das Ganze auch beschleunigen wird, was sehr in meinem Sinne liegt, weil ich bereits auf anderen Welten beschäftigt bin und da viel zu tun habe. Und deswegen ist es besser, desto schneller, umso besser. Okay, und dann schauen wir uns das mal an. Also die Welt hat noch nicht gestartet, man kann sich aber vorab registrieren. Man kann Nachbarn einladen. Wartet kurz. Ja. Okay, also dieses Nachbarn einladen ist, dass du alte Spieler, die du kennst, dass du sie einladen kannst und dann erscheinen die auf der Welt, ist ihr Dorf ganz in der Nähe von eurem. Also das ist dann ganz in Nähe, damit ihr zusammen einen Stamm gründen könnt zum Beispiel und spielen könnt. Also ein Stamm ist halt eine Gemeinschaft von mehreren Spielern, die zusammen spielen und versuchen möglichst viele andere Gegner auszuschalten. Also ich erkläre euch das dann ganz alles nach dem Detail. Das ist jetzt nur so grob und nicht so gut, aber naja. Okay, ja, da ist ja nicht so viel. Und ich werde nicht morgen auf der Welt starten, weil die startet, hier seht, Welt 84 und 85 am 11.7., also morgen, heute ist der 10.7., also der Mittwoch, morgen der Donnerstag, oh, bin ich gut. Und ich werde wahrscheinlich, jetzt habe ich mich sogar verdreht, heute ist Dienstag und morgen ist Mittwoch, verdammt. Ich werde wahrscheinlich am Donnerstagabend oder am Freitagnachmittag starten, wahrscheinlich eher Donnerstagabend, weiß ich noch nicht so genau. Oder am Freitag, ja, muss ich mal schauen. Weil dann ist es einfacher, weil die meisten Guten starten gleich am 11.7. gleich in der Früh, also gleich, wenn die Server starten, weil sie sich dadurch einen Vorteil erhoffen, weil sie halt eher drauf sind oder so. Oder weil sie halt zu Pro sind oder was auch immer. Aber es ist einfacher, wenn man später startet, weil dann sind meistens nicht mehr so viele gute Spieler. Und man hat, es ist einfacher, sich aufzubauen, weil man nicht so oft von anderen Spielern behindert wird, wenn man es einigermaßen kann und sich einen guten Stamm sucht. Okay, ich glaube, ich habe den Großteil jetzt für euch erklärt. Es würde mich freuen, wenn ein paar von meinen Abonnenten, die jetzt eher wie von Minecraft-Videos kommen, auch hier auf vielleicht mal die Stämme ausprobieren, ob es ihnen gefällt, ob es ihnen Spaß macht und vielleicht sogar mit mir spielen würden. Also einfach Welt 85 irgendwann die Tage mal einloggen, dann würde ich mit euch vielleicht sogar spielen. Müssen wir mal schauen. Gut, dann denke ich mal, das Grundlegende ist gesagt. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich das alles klären. Bis zum Spielstart hoffentlich. Und gut, ich würde sagen, schreibt in die Kommentare, was ihr von dem haltet, die Stämme. Und an alle, die von Minecraft kommen, wenn ihr das nicht schauen wollt, dann schaut es nicht an. Ihr müsst es nicht, keiner zwingt euch dazu. Ignoriert es halt einfach. Ich werde nebenbei auch noch Minecraft-Videos machen natürlich, wie sich das gehört. Okay, also ciao, bis dann.